Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Und was sind denn eure Pläne für heute, jetzt wo endlich die Frühlingsferien angefangen haben? Ich werde essen gehen, denn ich wurde auf ein Date eingeladen. Ich habe auch ein Date. Wir gehen zu Alexanders Pizzeria. Und ich habe auch ein Date. Und er hat mich eingeladen zu einem 5-Sterne-Restaurant namens McDonald's. Was? Ihr drei geht schon alle auf Dates? Das geht doch nicht. Ihr alle drei seid doch viel zu jung. Mögt ihr nicht daheim bleiben und wir schauen Teletubbies? Schatz, jetzt beruhig dich. Die Kinder sind jetzt in einem Alter angekommen, wo sowas normal ist. Ava, magst du bitte mal kommen? Ja, Frau Reichreich, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Meine drei Mädels gehen heute auf ein Date. Bitte bereite die schönsten Outfits für sie vor. Wird sofort gemacht, Frau Reichreich. Dankeschön, Mama, das ist so lieb. Also komm, lass uns alle schon fertig essen. Und dann müssen wir uns eh schon herrichten. Okay, ich bin jetzt auch fertig. Komm, lasst uns jetzt gehen. So, da sind wir auch schon. Was für ein Outfit soll ich nehmen? Ist es okay, wenn ich dieses grüne Kleid anprobiere? Ich hoffe, es passt mir. Okay, was sagt ihr dazu? Wie schaue ich aus? Das schaut phänomenal an dir aus, Stella. Aber ein Accessoire fehlt doch noch. Hier. Oh, stimmt. Danke, Mila. Jetzt schaut mein Outfit wirklich perfekt aus. Also dir steht auch alles. Ja, da hat Leni recht. Ich meine, du könntest sogar einen Müllsack anziehen und du würdest gut ausschauen. Haha, das sagst du aber nur so. Also Leni, jetzt bist du dran. Jetzt musst du dein Outfit aussuchen. Warte, ich gehe dir aus dem Weg. Es ist so eine große Auswahl. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich probiere einfach mal dieses Kleid an. Okay, und was sagst du dazu? Ich meine, es ist wunderschön, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich muss sagen, ich fühle dieses Outfit auch nicht so. Ich werde mal das anprobieren. Okay, Leute, was sagt ihr dazu? Schaut das besser aus an mir? Ja, ich liebe das Outfit. Das steht dir so unglaublich gut. Warte mal, etwas fehlt noch. Jetzt ist es perfekt. Dankeschön, Mila. Du bist so gut, wenn es um Styling geht. Aber jetzt bist du dran. Okay, ich glaube, ich nehme das rosane Kleid hier. Hoffentlich schaut es gut aus an mir. Okay, Leute, was sagt ihr? Kann ich das zu meinem Date anziehen? Mila, du bist wunderschön. Du schaust aus wie Olga, die Schweißprinzessin. Aber Mila, also die Kappe muss weg, die passt dir gar nicht. Oh, stimmt, die hätte ich fast vergessen. Schau mal, probier das mal an. Vielleicht schaut das besser aus. Ja, also besser wie der schwarze Hut auf jeden Fall. Also das klang ja nicht wirklich überzeugend. Lass mich mal schauen, was Ava uns sonst noch eingepackt hat. Vielleicht statt einem Haarband probieren wir diese Haarspange. Was sagst du dazu? Nein, irgendwie schaut das auch nicht gut aus. Magst du mal meine Haarspange anprobieren? Ja, das ist perfekt. Ich muss sagen, ich habe wirklich die schönsten Geschwister auf der gesamten Welt. Komm, jetzt machen wir aber unser Make-up. Oh Mann, ich wünschte so sehr, dass Paula Wolf hier wäre und unser Make-up machen würde. Ich glaube, ich werde mir heute ein dezentes Make-up machen. Okay, starten wir mit Rouge. Links und rechts ein bisschen auf die Wangen. Und jetzt fehlt noch der Lippenstift. Ich glaube, ich nehme einen Nude-Lippenstift. Und bei den Augen werde ich, glaube ich, eine Peach-Farbe verwenden. Hier ein bisschen und hier ein bisschen. Und ein bisschen Highlighter auch noch. Wow, Mila, ich wusste gar nicht, dass du so gut bist im Schminken. Kannst du mich vielleicht auch schminken? Ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber natürlich. Ich liebe es, Leute zu schminken. Also, bei dir werde ich ein ganz dezentes Make-up machen, weil dein Kleid ja schon so auffällig ist. Auf die Lippen kommt ein knallgrüner Lippenstift. Und dann gebe ich dir noch einen knallblauen Lidschatten auf deine Wangen. Perfekt. Wow, Mila, ich liebe es. Du solltest wirklich Make-up-Artistin werden. Ja, das war schon immer mein großer Traum. Mila, kannst du mir mein Make-up bitte auch machen? Ja, aber natürlich. Dir werde ich einen grünen Lidschatten auf die Wangen geben. Und dann werde ich dir einen knallgelben Lidschatten auf die Augen geben. Das wird deine Augen so zur Geltung bringen. Und noch eine pinke Wimperntusche. Ihr beide schaut einfach so wunderschön aus. Das haben wir aber nur dir zu verdanken. Dankeschön. Okay, ich muss jetzt los. Drückt mir die Daumen, dass es gut läuft. Mein Date ist ja erst später, aber ich gehe dann auch langsam los. Okay, und ich habe noch ein bisschen Zeit, bis mein Date anfängt. Ich werde ein bisschen Total Toast anschauen gehen. Oh, ich bin so nervös. Hallo, sorry, musstest du lange warten? Ach so, nein, gar nicht. Ich bin gerade erst angekommen. Aber ich muss sagen, du schaust wunderschön aus. Ich habe dir eine Rose mitgebracht. Was?
Das ist für mich? Woher wusstest du, dass Rosen meine Lieblingsblumen sind? Dankeschön, das ist so lieb. Gar kein Problem. Also komm, lass uns jetzt essen gehen. Und hier sind wir auch schon. Hallo, ich habe einen Tisch für zwei reserviert. Oh mein Gott, du bist doch Leo. Ich liebe deine Lieder. Ja, natürlich, folgt mir. Leo, es ist so eine große Ehre, dass du heute zu uns essen gekommen bist. Was kann ich euch denn zum Essen bringen? Für mich bitte einen Dürüm-Kebab mit Nasenpopel. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme das Gleiche, das klingt super lecker. Ja, das Essen kommt sofort. Oh, ist so unglaublich schön. Also vor lauter Nervosität hat sie unser Getränk vergessen. Warte, ich schenke uns schnell ein. Ich hoffe, du magst Karottensaft. Und zum Wohl. Danke dir vielmals, dass du mir eine Chance gegeben hast und dem Date zugesagt hast. Was sind eigentlich deine Hobbys? Naja, in meiner Freizeit zocke ich voll gerne auf meiner PlayStation 7. Und deine? Oh, wirklich? Ich liebe es auch zu zocken, aber ich spiele auf der Xbox 20. Oh, ich kann es nicht glauben. Wir beide haben ja so viel gemeinsam. Kannst du mir bitte ein Autogramm auf die Stirn geben? Auf die Stirn? Okay, wenn du das willst. Hier. Oh, danke schön. Ich werde mir mein Gesicht nie wieder waschen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du so unglaublich berühmt bist. Wow, also ich wusste ja nicht, dass du so beliebt bist. Die Kellnerin war ja voll verrückt nach dir. Ach so, ja, daran gewöhnt man sich. Entschuldigung, irgendwie habe ich heute so großen Hunger. Ach so, nein, gar kein Problem, das ist voll sympathisch. Mir ist es viel lieber, dass du das Essen hier genießen tust, wie dass du einfach nur einen Salat bestellst und auf Diät bist. Nein, also das würde ich niemals machen. Diäten sind ja voll blöd. Stella, ich hatte heute so viel Spaß auf dem Date mit dir und wollte fragen, magst du morgen vielleicht ein bisschen zu mir kommen und wir chillen dann? Oh ja, das Date heute war richtig schön und ja, ich würde so gerne morgen vorbeikommen. Oh, das freut mich voll, aber ich muss jetzt dringend los. Ich habe nämlich noch einen Termin. Hallo, ich hoffe, du musstest nicht zu lange auf mich warten. Schön, dich wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Du schaust bezaubernd aus. Das ist für dich. Oh, danke schön. Wie wusstest du denn nur, dass Pfingstrosen meine Lieblingsblumen sind? Ist das etwa ein neues Restaurant? Ich war hier noch nie. Ja, das Restaurant heißt Alexanders Pizzeria. Sollte ganz gut sein. Hat erst vor kurzem aufgemacht. Und ich dachte mir, dass wir vielleicht gemeinsam hingehen und es austesten können. Wow, das schaut ja richtig gemütlich hier aus. Oh, die ersten Gäste nach 4 Monaten. Grüß Gott, was kann ich euch denn zum Essen anbieten? Könnten wir zuerst mal die Speisekarte haben? Es gibt hier keine Speisekarte. Ihr werdet gefälligst das essen, was ich euch serviere. Oh, ja, Entschuldigung, dann hätte ich gerne eine Portion von dem. Und für mich das Gleiche. Ausgezeichnete Auswahl. Ich wusste doch, dass ihr einen sehr guten Geschmack habt. Oh mein Gott, was ist denn das für ein komisches Restaurant? Es tut mir so unglaublich leid. Also ich muss sagen, der Besitzer ist schon irgendwie komisch, oder? Aber mach dir keine Sorgen. Wenigstens haben wir dann eine lustige Geschichte und was zum Lachen. So, und hier kommt euer Spezialmenü, wie ihr es bestellt habt. In unserer Pizzeria verwenden wir nur das Beste vom Besten. Und Mahlzeit. Okay, nicht mal einen Teller haben wir bekommen. Probieren wir mal. Oh, dein Gesichtsausdruck ist einfach Gold wert gewesen. War die Pizza etwa nicht lecker? Naja, die Pizza war extrem trocken und sie hat irgendwie alt geschmeckt. Und dann hatte sie noch so viele Chilis oben. Was höre ich da? Hast du dich etwa über meine Pizza beschwert, du Rotzlöffel? Oh nein, 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 das würden wir nie machen. Ich hatte noch nie so eine leckere Pizza in meinem Leben. Das höre ich gerne. Ich meine, wenn euch die Pizza so gut geschmeckt hat, dann kommt ihr doch morgen sicher wieder. Und vergesst nicht, viele Freunde mitzubringen. Oh, ja, natürlich. Dann bis morgen. Oh mein Gott, Leni, das tut mir so leid. Ich wollte, dass wir ein romantisches Date haben, aber das war ja der totale Reinfall hier. Nein, mach dir wirklich keine Sorgen. Ich hatte heute sehr, sehr viel Spaß mit dir. Okay, dann bin ich aber beruhigt. Aber magst du vielleicht morgen zu mir kommen? Und als Wiedergutmachung werde ich für dich dann kochen. Oh ja, ich würde so gerne morgen zu dir kommen. Und ich liebe Essen, da sage ich sicher nicht nein. Oh, ich bin so unglaublich nervös. Was ist, wenn er mich nicht mag? Was ist, wenn unser Date voll der Reinfall wird? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Oh, hallo Mila, du schaust ja bezaubert aus. Es tut mir so leid, dass ich ein bisschen Verspätung hatte, aber ich hatte noch einen Termin davor und konnte nicht früher weg. Aber als Entschuldigung habe ich dir diese Blume mitgebracht. Oh, danke schön für die Blume, das hätte doch nicht sein müssen. Oh nein, mach dir keine Sorgen, ich musste nicht wirklich lange warten. Okay, passt, dann lass uns essen gehen.
ging, zum 4-Sterne-Restaurant namens McDonald's. Ich musste einfach 2 Monate im Voraus einen Tisch reservieren. Scheinbar ist es ein sehr begehrtes Restaurant. Wow, das Restaurant schaut ja richtig edel aus. Weißt du schon, was du gerne essen willst? Oh, die Auswahl ist so groß, wie kann ich mich da jemals entscheiden? Was nimmst du? Naja, ich bestelle immer ein Big Mac ohne Fleisch, Käse, Gemüse und Tomaten mit ganz vielen Zwiebeln. Ich kann Ihnen auch das Menü geben. Hier, und dann lassen Sie mich wissen, was Sie zum Essen wollen, okay? Okay, danke. Alles klingt so gut. Aber ich nehme einen Fish Mac mit Fish Mac Fish. Hervorragende Auswahl. So einmal ein Fish Mac mit Fish Mac und Fish Mac. Und dann haben wir ein Big Mac ohne Fleisch und ganz viele Zwiebeln. Hier ist euer Essen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Komm, setzen wir uns an unseren Tisch und genießen dann unser Gourmet-Essen. Das ist einfach so lecker. Hier, magst du was zum Trinken von mir haben? Hier, mein erster Bissen. Kein Wunder, dass es ein 5-Sterne-Restaurant ist. Das war so unglaublich lecker. Kann ich Ihnen noch was bringen? Nein, nur die Rechnung bitte. Kommt sofort, die Rechnung bringe ich Ihnen sofort. Danke nochmal für diesen wunderschönen Tag. Ich werde ihn niemals vergessen. Gar kein Problem. Danke, dass du unserem Date überhaupt zugesagt hast. Ich hatte auch so viel Spaß hier mit dir und deshalb wollte ich dich fragen, magst du vielleicht morgen zu mir nach Hause kommen und wir können dann vielleicht ein bisschen Monopoly spielen, aber nur wenn du willst. Oh ja, das klingt richtig lustig. Ja, ich komme gerne morgen vorbei. Okay, passt dann. Bis morgen, Mila. Oh, mein Date lief einfach so unglaublich gut. Stella, du bist ja auch schon da. Oh, mein Date lief so unglaublich gut. Stella, Leni, ihr seid ja beide auch schon da. Oh, er ist einfach so romantisch. Leute, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in ihn. Er ist einfach mein Traumtyp. Er schaut so gut aus. Oh mein Gott, genau so fühle ich auch. Er ist einfach so unglaublich cool. Und er hat mich eingeladen. Ich gehe morgen wieder auf ein Date. Und dieses Mal zu ihm nach Hause. Was, du auch? Du hast morgen auch ein Date? Ich habe auch wieder ein Date mit ihm morgen. Und er hat mich auch zu sich nach Hause eingeladen. Also wenn man das so hört, dann würde man ja fast denken, dass unsere Dates die eine und die gleiche Person sind. Aha, ja, das stimmt. Ich habe morgen auch ein Date mit ihm, deshalb ich brauche jetzt meinen Schönheitsschlaf. Oh, stimmt, gute Idee, das brauche ich auch. Oh, ich auch. Gute Nacht. Wow, hier wohnt er also? Wow, er hat sogar seinen eigenen Aufzug. Ich freue mich so sehr, ihn wiederzusehen. Okay, ich glaube, hier sollte er wohnen. Ich komme schon. Oh, hey Stella, so schön, dass du schon hier bist. Komm rein. Ich hoffe, du hattest keine Probleme herzufinden. Magst du ein Wasser oder irgendwas? Oh, da hat jemand geklopft. Erwartest du etwa noch Besuch? Komisch, nein, nicht, dass ich wüsste. Lass mich mal nachschauen gehen. Dankeschön, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Stella, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Wer ist denn jetzt schon wieder da? Stella, sei bitte nicht wütend, aber ich kenne diese zwei wirklich nicht. Was macht ihr zwei denn hier? Haben wir etwa mit dem gleichen Typen ein Date? Weißt du was? Du bist wirklich das Letzte, dass du mit allen dreien ein Date hattest. Ugh. Stella, ich verspreche dir, ich habe die anderen zwei noch nie gesehen. Ich war wirklich nur mit dir auf einem Date. Entschuldigung, dass ich eine Verspätung habe, aber es gab voll den Stau auf der Autobahn. Oh, Leni, du bist ja schon da und du schaust noch schöner aus wie das letzte Mal. Dankeschön fürs Kommen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du einen Zwilling hast. Ich hatte schon einen Herzinfarkt, weil ich dachte, dass du uns alle ausgetrickst hast. Oh, Entschuldigung, Mila, dass ich Verspätung habe. Wow, du schaust wunderschön aus. Warte mal, ihr seid keine Zwillinge, sondern ihr seid Drillinge, genau wie wir? Warte mal, das sind alles deine Geschwister? Das heißt auch, ihr seid auch Drillinge? Was für ein Zufall. Also ich kann es immer noch nicht glauben. Ich dachte schon, dass hier irgendwo versteckte Kameras sind und dass es alles nur ein schlechter Witz ist. Ich habe eine sehr gute Idee. Mein Bruder wollte für seine Freundin kochen. Ich glaube, als Wiedergutmachung sollte er doch für uns alle Burger und Pommes kochen. Was sagt ihr dazu? Ja, eigentlich wollte ich das nur für mich und Mila kochen. Also mir würde es nichts ausmachen, wenn du für uns alle kochen würdest. Was sagt ihr dazu? Ja, bitte. Okay, ihr habt mich überredet. Dann werde ich mal anfangen zu kochen. 2000 Jahre später. Okay, ich hoffe, ihr habt Hunger. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Natürlich bekommst du als erstes die Portion, Mila, weil für dich wollte ich ja kochen. Dankeschön, das riecht schon so lecker. Okay, und hier sind eure Portionen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Also, Mahlzeit an euch alle. Mahlzeit. Also, das ist
allerbeste Dürrenburger-Kebab, den ich jemals hatte. Also da muss ich dir recht geben. Ist dein Vater etwa Gorban Ramsay, dass du so gut kochen kannst? Ja, unser Vater ist Gorban Ramsay. Woher wusstest du das nur? Naja, auf jeden Fall. Sollen wir jetzt eine DVD schauen und alle gemeinsam chillen? Oh, ich liebe Teletubbies. Ja, lass uns das anschauen. Oh Gott, also unsere Gesichter, wo wir alle drei reingekommen sind. Ich dachte wirklich, dass man uns ausgetrickst hat. Also ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, wo ich euch zwei durch die Tür laufen gesehen habe. Aber ich meine, wer hätte es gedacht, dass sie auch Drillinge sind, so wie wir. Also das wird eine Erinnerung sein, die wir nie wieder vergessen werden. Und ich muss sagen, mit euch beiden gemeinsam hat heute alles noch viel mehr Spaß gemacht. 5 Jahre später. Oh, das ist aber eine schöne Bar, die sie sich ausgesucht haben. Aber wo bleiben sie nur? Haben sie schon wieder Verspätung? Okay, Leute, sorry, dass wir Verspätung hatten. Aber wir haben ein Entschuldigungsgeschenk dabei, hier. Also du musst mir doch nicht schenken, nur weil du Verspätung hast. Aber ich nehme das Geschenk natürlich sehr, sehr gerne an. Was ist denn das? Eine Schachtel? Und in der Schachtel ist nochmal eine Schachtel. Ist das wieder ein Prank? Mila, ich liebe dich so sehr. Willst du mich heiraten und mich zum glücklichsten Mann der Welt machen? Oh mein Gott, was? Ja, ich will dich heiraten. Ich will auch einen Ring. Oh, das ist doch meine Lieblingsschokolade. Dankeschön. Stella, mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Willst du mich heiraten? Oh mein Gott, du kennst doch meine Antwort. Ja, ich will dich heiraten. Oh mein Gott, was? Eine Doppelhochzeit? Ich habe natürlich auch ein Geschenk für dich. Hier. Ach, Schatz, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist ein Ring. Das ist nicht nur ein Ring, das ist dein Ring, wenn du willst natürlich. Willst du mich heiraten? Du kennst doch meine Antwort. Natürlich will ich dich heiraten. Wow, das Brautpaar schaut so schön aus. Liebe Leni, wollen Sie diesen Mann zu Ihrem Ehemann nehmen? Ja, ich will. Ich will ihn zu meinem Mann nehmen. Dann dürft ihr die Ringe jetzt austauschen. Ich bin so glücklich. Danke, dass du mich geheiratet hast. Und nun seid ihr offiziell Mann und Frau. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. So, und jetzt kommt das nächste Drillingspaar. Wollen Sie, Herr Drilling, diese wunderschöne Frau Stella zu Ihrer Frau nehmen? Ja, ich will. Dann dürft ihr jetzt die Ringe austauschen. Und nun seid ihr offiziell Mann und Frau. Gratulation. Oh, ich bin so glücklich. Und nun kommen wir zur letzten Trauung. So, Herr Drilling, werden Sie Mila in guten sowie in schlechten Zeiten lieben? Sagen Sie ja oder nein? Ja, aber natürlich werde ich sie lieben. So wie in guten, auch in schlechten Zeiten. Mila, wollen Sie diesen Mann heiraten, auch wenn seine Fürze bestialisch stinken? Ja, natürlich will ich ihn heiraten, auch wenn deine Fürze extrem, extrem stinken. So sehr liebe ich dich. Wow, Sie müssen ja diese Furzkanone wirklich lieben. Okay, nun seid ihr Mann und Frau. Ich bin einfach die glücklichste Furzkanone der Welt. Ich kann es auch immer noch nicht glauben. Jetzt sind wir endlich verheiratet. Komm, jetzt gehen wir in unsere Flitterwoche. Woo! 5 Jahre später. So, Make-up-Artistin Leni, sind Sie fertig mit dem Model oder müssen Sie die Haare noch machen? Das Fotoshooting würde nämlich jetzt weitergehen. Ja, also das Make-up habe ich gerade fertig gemacht. Ich muss jetzt nur noch kurz Ihre Haare wellen. Also ich brauche noch circa 3 Minuten. Okay, das locken wir hier und hier noch ein paar Locken. Und jetzt noch ein bisschen Haarspray rein und fertig. Oh nein, meine Fruchtblase ist geplatzt. Oh, diese Schmerzen. Ich glaube, ich habe meine Wehen. Ich glaube, das Baby kommt. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. So, hallo meine Studenten. Ich hoffe, ihr habt alle brav die Hausaufgaben von gestern gemacht. Und heute habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar einen unangekündigten Mathematiktest. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Oh nein, ich glaube, das Baby kommt. Oh nein, Frau Lehrerin, ich glaube, Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Keine Sorge, wir holen den Krankenwagen. Frau Doktor, wir haben einen Notfall. 2 schwangere Frauen sind eingetroffen. Sie brauchen Ihre Hilfe. 2 schwangere Frauen, wer das nur sein könnte? Das Baby von euch beiden kommt schon. Leni, Stella, keine Sorge, ihr seid im besten Händen. Ich werde euch jetzt in den Entbindungskreissaal bringen, okay? Tief durchatmen. Oh nein, meine Fruchtblase ist auch geplatzt. Ich bekomme auch das Baby. Also in meiner gesamten Karriere habe ich sowas noch nie erlebt, dass Drillinge gleichzeitig das Baby bekommen. Also tief durchatmen und pressen. Ich kann nicht mehr. Wie viele Kinder kommen da noch rausgeschossen? Oh mein Gott, es ist ein Wunder.
Gratulation zu euren Drillingen. Alle Babys sind kerngesund. Wow, was für eine Geburt. Das war wie eine Achterbahnfahrt. Mein Baby, sie schaut einfach wunderschön aus. Ich bin endlich Vater von drei wunderschönen Mädels. Ich bin einfach der glücklichste Mann der Welt. Dankeschön, mein Schatz. Meine wunderschönen Töchter, ihr schaut aus wie eure Mama. Bezaubernd. Wow, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir Drillinge bekommen haben. Also ich kann es auch immer noch nicht glauben. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Fußballmannschaft. Ich bin so glücklich. Kinderlein, wie oft müssen wir euch noch rufen? Es ist Essenszeit, also kommt jetzt runter vom Trampolin. Oh Mann, Mama, du Spaßbremse. Also, wir gehen jetzt essen. Beeilt euch. Yummy, ich hab Hunger. Oh Mann, Mama, aber danach dürfen wir weiterspielen, okay, nachdem wir gegessen haben. Mama, wenn ich mal groß bin, will ich auch Fußballspielerin werden wie Ronaldo. Ich werde mal ein Handballspieler wie Messi. Ja, aber dafür müsst ihr genug essen, damit ihr groß und stark werdet. Mama, 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 schau mal, wie viel ich essen kann. Hast du gesehen? Natürlich habe ich das gesehen. Wow, du bist ja so talentiert. Mila, kannst du mir mal die Kartoffeln rübergeben? Ach so, ja, aber natürlich. Einen kurzen Moment. Und hier sind die Kartoffeln. Mahlzeit. Dankeschön. Hey, Tante Mira. Du kleiner Rotzlöffel, mein Name ist Mila. Oh, Stella, magst du mir einen Cheesecake rübergeben? Ja, aber natürlich. Dieser Cheesecake ist dir wirklich sehr gelungen. Okay, jetzt essen wir aber. Mama, ich habe Kaka gemacht. Viel Spaß, Leni. Schatz, zuerst essen und dann wechsle ich sie dir. Okay, machen wir ein Wettessen. Und wer am meisten essen kann? Ich habe am meisten gegessen. Ich habe gewonnen. Hey, du hast betrogen. Ich habe am meisten gegessen. Ach, Kinder, ihr habt einfach zu viel Energie. Wer will mit Oma spielen gehen, sodass die Eltern in Ruhe essen dürfen? Ich will mit dir spielen, Oma. Nein, ich will mit der Oma spielen. Wir wollen. Okay, jetzt beruhigt euch. Yeah. Jetzt kennt ihr aber in Oma ist die Beste. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Story gut gefallen. Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Welche Drillingsfamilie hat euch am besten gefallen? Schreibt es in den Kommentaren. Und jetzt grüßen wir die Superfans. Ganz liebe Grüße an Delaor Martins, Kay, Lea, Mary Emerald, Roblox Jas und Nadine. Dankeschön für euren Support. Und jetzt lese ich euch noch ein... ich kann nicht mehr reden. Jetzt lese ich euch noch drei Kommentare vor. Ganz liebe Grüße an Isabella. Dankeschön, dass du dir all unsere Videos dir immer anschaust und dass du sogar bei den Premieren dabei bist. Und dankeschön, Halla Beauty, für deine lieben Worte. Das freut uns so sehr, dass wir dich immer aufheitern, wenn du traurig bist. Und die liebe Fenja hat heute Geburtstag. Also Toasties, 1, 2, 3, schreibt in den Kommentaren alles Gute zum Geburtstag. So, und falls ihr auch am Ende unseres Videos erwähnt werden wollt, dann hinterlasst einfach einen lieben Kommentar. Und mit etwas Glück seid ihr in der nächsten Episode auch dabei. Wir haben euch lieb, Toasties. Tschüss. Und PS, Dankeschön an alle, die bei der Premiere jetzt dabei waren. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.